Diese Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass zunächst ein paar Grundlagen erläutert werden, wie die Lexikalik, Token, Schlüsselwörter, Bezeichner in der Hamstersprache bzw. Java. Dann werden nochmal die Hamsterbefehle erläutert, jetzt mit dem Hintergrund, dass wir wissen, was Syntaxdiagramme sind. Und dann geht es konkret um Anweisungen in der Hamstersprache und um Hamsterprogramme. Anschließend werde ich zu sprechen kommen auf Kommentare. Es folgen dann einige Beispiele und ein Hinweis darauf oder Hinweise darauf, wie Sie Ihren Code gestalten sollen. Dann folgen noch ein paar Tipps zur Programmentwicklung und ich schließe dann mit einer kurzen Zusammenfassung.